Willkommen beim erwachten Bürger, Teil 3. Ja, der Bürger ist wach. Heute ist Mittwoch, Aschermittwoch. Karneval 2015, 2016 ist vorbei. Naja, Karneval war ja wohl nichts. Ne? Durch das Thema Asyl ist ja so manches von Silvester angefangen bis Karneval in die Hose. Ne? Ja, gleichwohl in die Hose gegangen. Und dann hatten wir 2015 den großen Mogul Till Schweiger. Till Schweiger wollte ein Heim bauen, der Superlative. Till Schweiger wollte jedem Deutschen zeigen, wie das richtig funktioniert mit dem Asyl. 2016, hurra, am Aschermittwoch. Die Asche ist geflogen, das Aschenkreuz ist auf der Stirn. Weder ein Asyl, weder ein Heim, weder Till Schweiger. Ja, Till Schweiger. Ja. Und durch diese hohle Gasse wird er schreiten, der Till. Ja, den Apfel auf den Kopf und dann Peng. Ne? Ja, ist klar. Ne? Ach ja, ich würde sagen, Till Schweiger war die Galionsfigur für Gunter Gabriel. Nein, Sigmar Gabriel. Ja, Sigmar Gabriel, der SPD-Oberguru, Parteivorstand, wollte Kanzler werden. Schnappte sich Till Schweiger, schnappte sich das System, schnappte sich die Thematik und schon ging es los. 2015 war ja richtig was los mit Till Schweiger. Till Schweiger 2016 hat natürlich kein Interesse mehr bei Facebook, da irgendwas zu machen. Ne? Ist klar, weil da ging ja die Post ab. Der Tatort, der jetzt im Kino kam, hat so circa über 100.000 Zuschauer gehabt. Circa Platz 20, Platz 21, je nach Bundesland. Jo, hier ist auch Platz 19, also hier waren nicht viele drin. Er läuft auch schon nicht mehr, ist schon rausgenommen. Weil morgen kommen schon neue Filme und dann geht's wieder von vorne los. Ja, Till Schweiger hat schon reichlich viele Gelder eingesackt, auch für seine Foundation. Aber das Heim? Naja, Kritik darf man nicht üben. Wenn man Kritik übt, flippen ja so manche aus. Ne? Till Schweiger, der heilige Gral. Für Gabriel, SPD und Co. Ja, ja. Also, die Politiker dieses Jahr im März, werden wir ja sehen, ist kein Scherz, wählen ja schon im Bundesland 2. Und dann wollen wir mal schauen, ob die AfD da eintritt mit 13%, 14%, 15%. Wir werden sehen. Die AfD, die große Frage, wen sollen die eigentlich ablösen? Die Grünen, die Roten, keine Ahnung. Die AfD soll ja angeblich ne, angehaucht sein, glaube ich nicht. Die AfD sind alles normale Menschen, normale Bürger, die einen gewissen Doktorgrad innehaben und irgendwas vorhaben. Ja, sie haben was vor. Die Frage lautet nur was. Was man uns tagtäglich im Fernsehen zeigt, ist ja eh nur das, was man uns zeigen will. Die Wahrheit sieht ja anders aus. Bleiben wir mal kurz bei der Wahrheit, dann bin ich auch schon wieder weg. Die Väter, Großväter vor D-Day, die in dem ganzen Schlamassel gewesen und die Bürger, die auch in diesem Schlamassel gewesen, wie sollen die denn gewusst haben, dass es sowas gab wie Arbeitslager, Vernichtungslager? Wie? Denn, fragt euch doch jetzt selber, wer von euch sieht ein Asylheim? Wer von euch war im Asylheim? Wer von euch hat es um sich? Wer von euch ist in Kenntnis dessen, was da abgeht. Wenn ihr das jetzt einfach mal live übertragt zu euren Eltern, Großeltern, wie sollten die das denn wissen, was da abgegangen ist? Schon mal drüber nachgedacht? Nur wer involviert ist im System direkt vor Ort, der weiß doch, was los ist. Meiner einer, ich im Ich-TV, kann nicht wissen, was du in deinem Ich machst. Kann ich nicht, geht gar nicht. Schon mal drüber nachgedacht? Also, denkt mal bitte drüber nach. Was war vor D-Day, wo dieses große Kadaumes, der Weltenbrand? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist jetzt? Also, ich habe keinen Plan, was da abgeht. Ich weiß nicht, wie die da leben. Ich weiß nicht, wie die da sprechen. Ich weiß nichts. So, wenn da irgendwelche Gräueltaten passieren, irgendwann, irgendwo und
es wird aufgeklärt, weil irgendeiner vorbeikommt und das aufdeckt, so wie damals Auschwitz und Co. Ja. Das wird aufgedeckt, so. Wie soll ich als Bürger wissen, was da vorgegangen ist? Wenn ihr versteht, was ich meine. Geschichte wird tagtäglich geschrieben. Aber die Geschichte von damals sollte man heute mal mit anderen Augen sehen.